Wir spielen Resident Evil 3, meine Lieben. Weiter geht's. Lange haben wir gewartet. Yay, yay, yay. Okay, meine Lieben, ich bin sehr aufgeregt. Endlich geht's weiter mit Resident Evil. So, Option brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Boni auch nicht. Die Kampagne wollen wir. Aber los geht's jetzt hier aber auch. Fortsetzen geht gar nicht. Was will denn der Fortsetzen? Ich hatte dieses Spiel noch nie an, aber ist mir auch egal. Und ich habe dieses Spiel, wie immer, noch nie gespielt. Das Problem ist, ich dachte eigentlich, wie ich schon erzählt habe, dass ich alle Resident Evil Teile gespielt habe. Dem ist aber nicht so. Die ersten drei kannte ich gar nicht. Dumm gelaufen. Okay, für Spieler die neue... Wir machen mal Standard, auch wenn ich es später wahrscheinlich ändern werde, zu Assistent. Okay. Ich habe Angst. Oh mein Gott, es wird so Horror wieder. Ich hasse Resident Evil. Ich weiß jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, dass es nichts wird. Bitte hört auf, mich auszulachen. Okay, aber ich habe mir gemerkt, die, okay, es geht los. Ich habe mir gar nichts gemerkt. Wir gucken jetzt erstmal und hören zu und gucken zu. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der Raccoon City! Raccoon City! Yeah! Durch die Stadt legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude brennen, Menschen werden Randale. Übertreib mal, oha. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den krasse Aufnahme aber, oder? Oha, ich bin fasziniert. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die. Ja, das ist so, als würden wir Film gucken zusammen. Oh, wir gucken Film zusammen. Das Popcorn, romantisch. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft. Na klar, Umbrella glaube ich alles. Alles glaube ich Umbrella. Bitte hört auf, Monster zu erschaffen. Bitte hört auf, Monster zu erschaffen, die mich bis in den Wahnsinn treiben. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Resident Evil 3. Okay, es geht los. Geht los? Können wir schon irgendwas machen? Nee, wir können noch nichts machen. Wir müssen noch Geduld haben. Geduld, Geduld, Geduld! Okay, worum geht's? Was muss ich machen? Oh no. Das ist ein ganz böser Bestürmer. Und Nemesis! Okay, okay! Wird's aufregend jetzt? Oh mein Gott, warum habe ich das Spiel nur angefangen? Ich fange jetzt wieder an zu schwitzen. Bleib einfach liegen, wer auch immer du bist. Hallo? Bleib liegen. Guten Morgen. Aufwachen. Kaffeezeit. Okay, gefällt mir soweit die Quali. Ist okay, kann man mitarbeiten. Wo ist meine Waffe? Ich brauche eine Waffe, Leute. Okay, und diesmal, wir müssen wirklich Munition sparen. Aber wie Munition sparen diesmal? Oh mein Gott, ich bin im Game drin. Oh mein Gott, ich kann laufen. Das ist aber eine seltsame Optik für Resident Evil, oder? Kann man nicht so wie bei Resident Evil? Weiß ich jetzt nicht. Warte mal, was ist denn das, was ich meine? Ach, weiß ich jetzt nicht. Aber die Perspektive ist doch anders, oder? Wie bei Resident Evil sonst? Man hat doch sonst den Charakter gesehen. Kann mir jemand erklären, wie man das umstellt? Vielleicht in den Kommentaren. Das wäre super. Weil ich weiß ja gar nicht, wer bin ich denn überhaupt? Bin ich Chris? Bin ich Leon? Wer bin ich? Ich sehe gar nichts, wer ich bin. Gibt es hier mal einen Spiegel? Wer bin ich? Spiegel? Kein Spiegel. Oh, Raccoon City. Okay, Leute. Wir müssen jetzt aber... Ich bin schon wieder ein Drückeberger. Wenn es um Resident Evil geht, oh mein Gott, ich bin so ein Drückeberger, weil ich Schiss habe. Okay, hier steht ein Polizeiauto. Sind wir Leon S. Kennedy wieder? Alkoholflasche, aha. Okay, gefällt mir. Lüftung, gefällt mir auch. Kann man den Fernseher mal ausmachen? Das nervt mich, das irritiert mich. Okay, der slidet hier ein bisschen, das ist seltsam. Okay, wir sollten nicht... Achso, man kann Fenster auf- oder zumachen. Ich will einfach gar nichts. Oh, Junge, Junge, mach mal deine Heizung sauber. Die stinkt dann auch weniger. Das ist eine Katastrophe. Okay, ich bin aufgeregt. Oh, Schuhe. Ich brauche auch Schuhe. Zieh sie an! Okay, welchen haben wir? Keine Ahnung, sucht's euch aus. Home. Home sweet home. Ey, du trinkst so viel Alkohol. Da hinten eine Sektflasche und hier Bier anscheinend.
Was haben wir hier? Okay, Müll. Die Pflanze ist auch wunderschön gewachsen und die kriegt immer neue Triebe. Sehr schön. Locker. Die ist über... Wenn die so eine Palme so groß ist, dann hat die schon 20 Jahre mindestens auf dem Buckel. Bin ich mir sicher. Das weiß ich nämlich an meinen Palmen, weil die sind auch so alt schon. Okay, oh mein Gott, warum rede ich über Pflanzen? Bin ich dumm? Weil ich bin... Ah, ich habe Angst, das weiß ich. Okay, lass mal kurz hier gucken. Kann ich das mal hier wegschieben, bitte? Ich sehe hier nämlich nichts an der Ecke. Okay, warte mal. Ich erkenne halt gar nichts. Kannst du mal das Taschenlampe anders? Okay, darum erkenne ich gar nichts. Was da? Oh, RPD, das ist das Revier, das Polizeirevier. Guck mal. Police, ja, Department. Yeah, wiedererkannt. Okay, da will ich nicht nochmal hin zurück. Da war Leon, unser Meister. Umbrella, Hauptquartier anscheinend. Die kennen wir, das Gesicht kennen wir. Auch wenn ich ihren Namen nicht mehr weiß. Hallo. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes und Wichtiges? Oh, das sieht eklig auf jeden Fall aus. Okay, ich erkenne halt nicht so viel leider. Interessant. Oh mein Gott, ihr seht schon, was mein Controller macht, ne? Das ist ein großes Problem, weil mein Controller ist im Arsch. Ob das was wird? Kann man? Oh mein Gott, das wird nichts. Mein Controller ist nämlich kaputt. Und ich muss jetzt jedes Mal gegen anlenken, damit wir hier keinen Drehphilip kriegen. Gut. Ich sollte mir einen neuen Controller kaufen. Oder kann man von Switch oder so irgendwie? Ich habe noch ganz viele Controller. Nintendo 64, ich habe so viele Controller, aber für... Was ist denn das hier für eine? PlayStation 3, glaube ich. Ich brauche einen neuen Controller, Leute. Ups. Ey, wollte ich das schon machen? Okay, ich dachte, irgendwas passiert jetzt Gruseliges. Ich habe gar keinen Bock, diesen Raum zu verlassen. Hallo? Gruselig, warum ist denn da Licht an? Wo ist denn jetzt hier komplett Licht einmal angegangen? War das ein Schattenproblem? Das war ja voll das Schattenproblem gerade, oder? Hallo Zombies? Seid ihr schon... Ich weiß gar nicht, sind die hier schon da? Gibt's schon Zombies? Ah, wartet mal. Dieser Teil. Also ich habe mir die Reihenfolge, die zeitliche Reihenfolge der Spiele angeguckt. Und dieser Teil hier, der dritte, spielt zeitgleich mit dem Teil im Police Department. Das heißt, während wir mit Leon S. Kennedy in den Kanalisation rumhängen und ein bisschen rumgammeln, spielen wir jetzt zeitgleich diese Person hier, keine Ahnung wer das ist, in Raccoon City. Versteht ihr? Ach, wenn ich frag Google. Hallo, ich bin dumm, kann nicht erklären. Okay. Wow, dreckig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist widerlich. Und die Perspektive geht mir tierisch auf die Nerven, weil das ist nicht Resident Evil, diese Perspektive für mich irgendwie. Donuts. Donuts, ich hasse Donuts. Ich mag keine Donuts. Tut mir leid, um euch das jetzt sagen zu müssen, aber ich mag keine Donuts. Kekse mag ich. Sind das Kekse? Nee, da steht Bread. Ist das Bread? Ich weiß nicht. Okay, haben wir hier irgendwas Interessantes mal? Ich konnte noch gar nichts einsammeln. Ich brauche Munition, Leute. Okay, wahrscheinlich müssen wir da rein. Zombies? Du hast hier so viel Reinigungsmittel. Ich wollte nicht, dass die Tür zugeht. Aber du hast hier so viel Reinigungsmittel und deine Wohnung sieht so verkommen aus. Sehr ekelhaft. Wie sieht deine Badewanne aus? Der Stöpsel und so bestimmt Kalkablagerung, ne? Und Toilette? Auch mal gucken nach Kalk. Gut, man sieht gar nichts. Wer sind wir? Gruselig. Oh mein Gott, wir spiegeln uns? Ich glaube, in den ersten zwei Teilen konnte man sich nicht spiegeln. Gruselig. Okay, sind wir Jill? Bist du Jill? Ist das Jilly Jill? Oder ist das eine Frau, die wir noch nicht kennen? Also Ada ist das nicht. Sieht die aus wie Jill? Ich müsste mal Google fragen, wie Jill nochmal aussah. Hatte Jill nicht einen Pferdeschwanz? Hast du... Jill, warst du beim Friseur? Jill. Erzähl mal, warst du beim Friseur? Ist das Jill Valentine? Jilly Jill, ich hab dich vermisst im letzten Teil. Ich musste mit Leon spielen. Weißt du, wie schrecklich das war? Bist du Jill? Ich bin mir nicht sicher, ob das Jill ist. Okay, oh mein Gott, hört mal auf rumzualbern. Das ist die erste Folge. Wollt ihr nur quatschen oder wollt ihr auch vorankommen? Mach mal Wasser erstmal aus. Kostet alles Geld. Geld haben wir nicht. Mein Gott, was passiert? Mein Controller vibriert.
kann nichts machen, Leute, ich kann nichts machen. Tja, Jill, war eine Freude mit dir. Hat mir Spaß gemacht, dich wiederzusehen, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, Jill, du siehst ganz schlecht aus. Jill, Jill, alles okay bei dir? Dir kommt da, glaube ich, gleich was aus deiner Haut raus, Jill. Ich hab Jill so ver... Jill, machst du kurz einen Prozess? Ja, würde ich auch mal. Würde ich auch mal. Drück ab. Gut, Jill. Das war's mit Jill anscheinend. Gut. Oh. Oh, abwarten. Was zur Hölle? Ach, guck mal, jetzt ist da im Kalender was eingetragen. Wird jede Nacht schlimmer. Okay, müssen wir uns jetzt nochmal neu umgucken? Kannst du mal eine Taschenlampe rausholen? Das ist mir ein little bit zu dunkel. Ach, guck mal hier, Lichtschalter. Ich mach mal Licht an für uns, okay? Licht ist an. Okay, alles gleich gibt. Nee, sieht ja voll chaotisch auf einmal aus. Also ich habe ja eben schon über deine Ordnung geredet, aber jetzt? Was hast du getan? Bist du Jill? Jill, man kann auch Ordnung halten. Oh mein Gott, Junkie. Oh mein Gott. Nee, das ist traurig. Warum nimmst du Tabletten? So, gibt's hier irgendwas Neues? Aha, Weltzerstörung, okay. Fenster können wir nicht zumachen. Wir nehmen mal jetzt erstmal unsere Tabletten. Ach so. So viele Pillen. Ja, natürlich. So viele Pillen. Ich schluck die nicht, sondern du. Das allerhöchste Maß, was ich an Tabletten nehme, ist Tomapirin intensiv, wenn ich Migräneanfälle habe. Sonst nehme ich keine einzige Tablette. Ja. Das dazu. Hat irgendjemand interessiert mich auch nicht. So, es ist einfach zu klein. Ich kann es nicht erkennen. Oh, ein Hund, wie süß. Oh mein Gott, ist es unser Hund? Okay, warte mal. Wir haben den 28. Escape RC. Raccoon City, aha. Worst point in my life. Ah, schlimmster Monat in meinem Leben, September. Gut. Okay, sagt mir gar nichts. Noch 3 Tage. Ich mag Raccoon City. Ich weiß nicht, was sie jetzt gegen Raccoon City hat. Hier sind viele Leute. Gutes Nachtleben. So. Hier hängen immer noch dieselben Bilder, nur dass jetzt der Wäschedings da weg ist. Und ich konnte irgendwo hier A drücken. Naja. Notizen zur Ermittlungen. Umbrella. Pharmakonzerne. Höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arklay Forschungseinrichtung fand noch vor dem Villenzwischenfall statt. Ja, was auch immer das heißt, keine Ahnung. Villenzwischenfall? Was? Ah! Oh mein Gott, Villa. Die Villa. Großes Haus. Villa, oder? Und Villen. Wir waren ja im Herrenhaus und das hier war ja eine Villa. Ah, okay, ich glaube, jetzt hat es bei mir Klick gemacht, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht richtig ist, aber ich gehe davon jetzt einfach aus. Okay, weiter geht's. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spende an Bürgermeister Warren. Kontrolliere praktisch die Stadt. Okay. Ich ahne, dass wir sehr, sehr viel wieder hier lesen müssen, worauf ich gar keine Lust habe, weil ich hasse Lesen. Wisst ihr alles schon, brauche ich nicht jedes Mal wiederholen. Die Frage ist aber, kriege ich irgendjemanden ran, der alles für mich liest hier in dem Spiel? Wahrscheinlich nicht. Gut, weiter geht's. Jills Bericht. Oh mein Gott, Jills Bericht. Jills Bericht. Wir sind in Jills Wohnung und wir spielen Jill. Gut, 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 Jill. Ich habe Jill voll vermisst. Die hat sich angestellt wie eine Frau, aber... Die war cool, Jill, mit ihren Bewegungen im oberen Bereich. Das hat Spaß gemacht. Aber gut, weiter geht's. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh mein Gott, Jill, du wurdest suspendiert? Hartz IV wartet. Okay, weiter geht's. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Aha. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Das ist ekelhaft. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Auch ein bisschen ekelhaft. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine
aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Was? Ich hinterfrage gar nicht die Wörter, die ich da lese. Hey! Hey, da war noch eine Säule. Blondie? Blondie? Ach, das ist nicht Blondie. Wie kann man denn die Karte? Ich habe eine Seite nicht gelesen aus Versehen. Weil ich auch... kommt man noch nicht auf die Karte? Ich habe gerade zu Blondie, ach man, zu Jilly Jill Blondie gesagt, weil ihr wisst ja, Sound of the Forest und so, die Namen kommen mich irgendwann durcheinander. Okay, wir müssen uns merken, vor dem einen Brief müssen wir die letzte Seite irgendwie noch lesen. Ist jetzt mir abhanden gekommen aus Versehen. Oh mein Gott, könnt ihr mal aufhören, überall Zettel hinzulesen? Ich habe keinen Bock zu lesen. Okay, weiter geht's. Yay. Brief von einem Kollegen. An Jill Valentine. Hey, du Ass. Wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir nicht sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihre Geschäfte kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Stars Alpha Team. Für immer und ewig. Poetisch, für immer und ewig. PS musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Was ist Salami Supreme? Ich hol, wenn ich Pizza esse, immer Salami. Immer, immer, immer. Ausgeschlossen, dass ich mal was anderes nehme. Ist das, was heißt Supreme? Ist das eine andere Salami wie normale Salami oder was? Ich hasse Suppe. Oh mein Gott, Mädchen, räum mal deine Wohnung auf, Alter. Ich ekel mich hier voll rumzulaufen. Ist das normal? Okay, nächster Brief. Yay! Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht mir auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern. Wollen mich schikanieren. Bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was immer die auch mit den Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Ja, so ist das. So ist das. Jill will Raccoon City verlassen. Wohin will sie denn? Weiß ich auch nicht. Hab halt gar keine Ahnung, was hier überhaupt los ist. Hallo? Leon? Chris? Wo seid ihr? Claire gibt's ja auch noch. Und Ada gibt's ja auch noch. Ich habe die Namen noch nicht vergessen. Noch nicht. Yummy, yummy, yummy. Okay. Spiel, lass mich doch auch wieder. Ach so, man kann den nur aufmachen. Kann man sich da aber auch was rausnehmen? Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Nimm dir mal was. Okay. Alles klar, sie möchte nichts. So, haben wir hier alles abgegrast? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oh mein Gott, die Pflanze habe ich auch zu Hause. Oh mein Gott, ich habe diese Pflanze zu Hause. Genau die. Ich muss sagen, die hier wächst definitiv schöner. Meine ist zwar größer schon, aber wächst nicht ganz so schön. So, kommen wir schon raus? Raus kommen wir nicht, nee. Hier liegt halt viel Krimskrams. Aber jetzt nicht wirklich was Bedeutendes. Der Kleiderschrank wollen wir nicht. Wir wollen wahrscheinlich wieder da in die Toilette rein, ne? Oh mein Gott, schöne Pflanze. Mag ich meine Pflanze, auch zu Hause. Was sind das hier überhaupt für eine? Kannst du mal schnell laufen, Jill? Ich wollte mir nur mal kurz die Pflanze hier angucken. Okay. So eine habe ich leider nicht zu Hause, aber kommt mir auch bekannt vor. Diese Blätter sagen mir was, aber ich weiß nicht. Nee, komme ich nicht drauf. Brauche ich nicht weiter drüber nachdenken. So, zieh mal die Stecker bitte. Strom ist teuer. Ja, geh mal da rein. Oh mein Gott, könnt ihr den Lichtschalter nicht hier an die Tür machen? So wie alle Lichtschalter an der Tür sind?
Mach Licht an, Jill. Kriegen wir wieder Nasenbluten, Jill? Jill? Nee, alles okay mit deinem Gesicht. Also, insofern man es okay findet. Rasier dir mal den Frauenbart. Ja, genau. Erstmal Wasser aus, das nervt nämlich. Im Hintergrund das Geräusch. Was war für 28 September seine Uhr? Raccoon City! Wer kann das sein? Oh no. Wo ist überhaupt unser Telefon? Ich weiß nicht mal. Jill, ich weiß nicht mal, wo du in diesem Chaos dein Telefon hast. Okay, ich komm schon. Ah, da hinten, okay. Ja, guck dir mal die Nachrichten an. Da geht's voll ab gerade und du kriegst gar nichts mit hier anscheinend. Wer ist das da so spät? Hallo? Hallo? Jill, ja? Geht's dir gut? Am Apparat. Brad, bist du das? Du musst Brad? Sofort raus da. Wovon redest du denn? Wesker, Wesker, kennt ihr auch noch den Namen? Gibt's den auch noch, Wesker? Okay, lass mich meine... Oh mein Gott, was passiert? Halt, ich war gerade. Fuck. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich check's noch nicht. Oh, das ging im Magen, Jill. Ich glaube, Kinder ist nicht mehr. Ist das dieser stahlfüßige irgendwas oder ist das jetzt ein neuer? Ja, so wie er, Oh no, wir haben Probleme. Wir haben jetzt schon in den ersten Folgen fucking Problem. Was zur Hölle ist das Ding? Jill! 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 Renn einfach! Oh mein Gott! Ist mir vollkommen egal, wohin. Ja, ja, klar. Ich brauch gar nichts machen, du kümmerst dich drum, oder was? Das ist cool, so magst du das Spiel. Ich weiß doch gar nicht, wo lang, Leute. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Stell mal vor, hier wäre etwas zum Einsammeln. Ich renne jetzt aus meiner Panik wieder mal. Müssen wir hier rein? Oh nee, das ist ja voll stressig schon wieder, das Spiel. Nee. Muss ich was klicken, ist die Frage. Kann sie sich alleine retten? Was passiert hier schon wieder? Ey, das ist ja der Horror. Jill, guck doch nicht zurück. Renn doch einfach. Ist mir egal, wohin. Exit ist schon mal gut. Exit gefällt mir. Oh. Jill kann fliegen. Habt ihr das gesehen? Das ist ja cool, Jill. Flieg. Gibt's hier Kraut? Oh mein Gott, so wunderschöne Pflanzen, die ich mir eigentlich mal gerne angucken wollte. Aber ich kann nicht, Leute. Ich bin hier voll im Stress. Meine Güte, übertreib mal nicht, Spiel! Ja, gut. Werden jetzt schon umgebracht von ihm? Weiß es halt nicht. Stirbt Jill? Oh, Jill, ich glaube, er. Jill, rennst du überhaupt auch? Jill, rennst du überhaupt auch schnell? Jill, rennst du? Ich glaube, das geht schneller, Jill. Warum? Warum? Warum schon wieder? Warum machen die denn so eine Gegner da rein? Oh, fliegen sie aus Jills Apartmentgebäude. Erste Flucht. Erste? Nee, nee, nee. Erste und letzte Flucht, Leute. Letzte. Aus der Stadt fliehen. Haben wir eine Waffe? Haben wir ein Drehkreuz? Haben wir irgendwas? Ich habe hier gar keine Tastenmöglichkeiten. Springen, kriechen macht ihr alle nicht. Keine Waffe, kein Fadenkreuz, nichts. Jill? Nee! Hier drüben! Brad! Brad, kenn ich dich schon? Brad, kenn ich dich? Bist du Wesker? Oder bist du Brad? Geht's dir gut? Sag mir nichts. Was war das für ein Ding? RPD. Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Ach du Scheiße. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Das Ding ist nur hier für mich. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Aha. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Okay, wisst ihr, weil dann machen wir jetzt, gehen wir einfach in dieses Haus zurück, damit er uns kriegt. Weil der sucht ja nur uns. Und alle anderen wären dann sicher, oder?
So, steck mal deinen Kopf da rein, du stinkst. Ja, duschen, ein bisschen sauber machen. Genau, sehr gut, Jill. Jill ist wieder am Start. Freut uns das? Ich finde das richtig cool. Kann ich hier an den Kofferraum ran? Kann ich hier an die Türen ran? Gibt es hier irgendwas überhaupt zum Einsammeln? Ich habe gar keine Ahnung. Hey, warte! Hier unten! Aha, jetzt kann ich sprinten. Hallo, ich brauche meine Waffe. Sag mal, träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Ich weiß auch nicht, Jill. Ich habe keine Ahnung. Brad! Was? Pass auf! Hier rein! Aber yalla, würde ich mal sagen. Es sind so viele. Mein Gott, ihr Zombies, ich habe euch alle nicht vermisst. Wirklich gar nicht. Ich habe euch nicht vermisst. Mach die Tür auf! Ja, das hat jetzt nicht... Die Tür hinten, los! Oh, Brad! Das war's schon wieder mit Brad! Das war's? Scheiße! Denk nicht dran! Ich hab das Spiel gar nicht vermisst, null. Komm, Jill, du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer! Dann hau ab! Boah, was für eine Romanze! Und versauf nicht wie ich! Geh! Ist ja genauso süß wie mit Leon und Ada. Oh, was? Tut mir leid, Brad? Brad ist tot, ja, das ist klar. Wer gebissen wird, verrottet hin. Ich kann nichts machen. Wir haben doch gerade ein Messer eingesetzt. Kann ich deine Waffe haben? Sorry. Danke. Leute, Munition spannt. Wir müssen... Schieß! Mal gucken, wie das Zielen hier ist. Hallo. Hey, die kennen wir doch schon, den dicken Polizist mit den Alles klar, danke. Was wollte ich? Ich wollte doch Munition spannen. Jetzt habe ich schon gar keine mehr. Ja. Hallo, ich bin noch voll überfragt mit dem Spiel. Ich weiß doch gar nicht, wo ich lang muss. Ah, sie kann kriechen. Zeig mal deinen Po. Zeig mal her. Ich war schon wieder dumm und hab die ganze Munition verschossen. Oh mein Gott, bin ich dumm. Warum bin ich denn aber auch so dumm? Hey, sieh da! Gehen Sie zum Dach des Parkhauses! Dach des Parkhauses? Okay, wo ist es? Wo ist es? Ich hab keine Karte. Oh, guck mal, was jetzt da ist. Aha! Aha. Messer ist hier. Aha, okay. Wo guck. Aber. Man, hat man keine Karte? Keine Karte? Ich brauche doch eine Karte, wo ich die Räume sehe, ob... So, geht's Ihnen gut? Ach, der lebt da, ich muss ihn umbringen. Komm ja nicht näher! Warte auf mich! Kommen Sie, das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche das glaube ich nicht, dass der uns in Sicherheit bringt, aber ich bin gespannt, wäre ja dann das Spiel schon zu Ende. Nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Kann ich damit rein? Ist nur hier drin. Kann ich damit rein? Nein. Danke, mein Lieber. Aha, da ist so ein Helikopter. Also wenn sie jetzt hier irgendwas schon... Kann ich den aufmachen? Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Hallo, ich bin vom... Such woanders, Fräulein. Ich bin, Polizei. Ich bin, wichtig. So, warte mal. Müssen wir mal nachladen? Okay. Dann können wir... Wir müssen Munition sparen. Ich darf das nicht vergessen. Wenn wir hier wieder wie Bild... No. Keine Hunde, Leute. Keine Hunde. Das ist barbarisch, Leute. Die bringe ich jetzt nicht um. Ich finde es auch nicht in Ordnung, in Spielen Tieren töten zu müssen. Jill, krabbel schneller! Oh mein Gott, hier gibt es bestimmt irgendwas für einsam und ich hab verpasst schon. Hallo? Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, bitte? Habe ich schon was verpasst zum Einsammeln? Kommen wir in die Tür da rein? Ne, in die nicht. Aber wir fahren mit dem... Alter, nee, gar keinen Bock auf das Spiel. Gar keinen Bock auf das Spiel. Hallo? Nee, ich bin doch gar nicht warm. Oh mein Gott, ich musste A drücken. Habe ich nicht gecheckt, Leute. Ich muss da auch erstmal reinkommen. Alter, das ist die erste Folge und ich werde hier schon aufgefressen, oder aber... Nein.
Oh, Jill. Mach mal jetzt hier vernünftig. Lass mich drücken. Also ernsthaft, für ein Spiel stelle ich mir vor, da erstmal langsam reingeführt zu werden und nicht komplett in Horror zu starten hier. Jill, hol direkt die Knarre raus. Hol die Knarre raus. Ich denke, da wird direkt was auf uns warten. Hallo, rette mich! Hey, steig ein! Jo, würde ich gerne. Wait of me! Immer, ist hier irgendwas zum Einsammeln? Nicht zum Einsammeln. Warte, 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 warte. Hallo, warte, warte, warte. Das war's, glaube ich, mit unserem Fluchtplan. Als hätte es nicht, als hätte es geahnt, wirklich wahr. Wirklich wahr. Naja, ich habe darauf keinen Bock auf so einen Gegner. Das sind diese Stressmacher-Gegner. Oh, an, mach an! Mann! Schon. Spring an, verdammt! Nur mach an! Es ist jetzt lustig, das Spiel. Jetzt bin ich da an, Arsch! RT, was ist RT? Was ist RT, Alter? Alter, hört mal auf mit den Knöpfen drücken. Was RT? Da steht R1 und R2 RT. Was kommt denn mit RT? Sag mir, ob du R1 oder R2 meinst, RT. Gut, Knöpfe drücken kann ich. Okay, Jill. Bis jetzt sag ich noch nichts dazu. Ich hasse so einen Gegner. Ich hasse so eine. Das ist wie der stahlfüßige Fettsack da im anderen Teil. So eine Gegner, mein Stresslevel ist 200. Durchgehen bei jeder Folge und ist Katastrophe. Oh mein Gott, er brennt sogar. Muss ich irgendwas machen? Oh mein Gott, Jill, ich musste irgendwas machen. Zurück. Ja, bringt gar nichts zu kriechen, oder? Hey, Arschloch! Ja, bitte. Hat da jemand mit einer Granate auf ihn geschossen? Wer ist er? Ist das Chris? Soll das Chris sein? Hast du ihn für mich erschossen? Wann speichert das Spiel eigentlich mal? Ich helf dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Carlos! Komm, bring wir dich in Sicherheit. Carlos, so. Bist du Spanier? Como ist das? Carlos! Oh, oh, verlässliche Stütze. Okay. Wir haben eine Trophäe. Ich mag Trophäen. Ich glaube, wir sind sicher. Das Spiel hat gerade gespeichert, glaube ich, ne? Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Carlos, deine Haarmähne gefällt mir, Carlos. Brauchst du einen Raum? Okay, Carlos. Verstehe. Gehen wir. Okay, Spiel hat gespeichert. Jetzt, mein Lieben, das heißt... Wir müssen leider einen Umweg nehmen. In der nächsten kann man ihn abschießen? Hey, was weißt du über dieses Monster? Nee, nicht ganz. In der nächsten Folge folgen wir ihm einfach mal unauffällig, würde ich sagen. Für diese Folge reicht's aber erstmal. Ich hatte Spaß, ich hatte Angst und Lust habe ich gar keine auf die nächste Folge. Okay, mein Lieben, ich beende das Spiel für uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!